Guten Morgen. Ich dachte, ich mache mal wieder einen Look mit euch zusammen und zwar mit der Laura Lee noch einmal. Und dann habe ich alle Paletten soweit eigentlich ganz gut getestet, die ich ja in meinem Schminkkorb hatte, weil ich ja kurzfristig aufgehört hatte mit meinem Schminkkorb und habe einfach was anderes dazu genommen. Heute wird es die Laura Lee, denn ich wollte nochmal dieses Boss Babe austesten. Ich finde sie ja trotzdem mega, mega gut und ja, ich wollte mit euch einfach sehr austesten. Als Foundation muss ich mir jetzt was Neues raussuchen, denn mein Pot ist komplett leer. Ich muss mal wiegen, was da wiegt. Ich wollte irgendwie sowas zusammenmischen. Ob ich die Essence Insta Perfect austesten möchte. Die ist relativ hell, glaube ich. Ich mische die mit der Estée Lauder Double Wear. Und zuerst möchte ich mir was Porenminimierendes hier auftragen. Das nervt mich übelst. Diese großen Poren, das sieht man einfach den ganzen Tag über. Ich benutze von Anne Jacke so ein Primer und stopfe mir einfach die Poren zu. So ein bisschen viel. Aber hat sofort einen Weichzeichner-Effekt. Ich hoffe, man sieht dadurch auch keine Poren. Und das hatte ich mal im Geschenk Base. Das ist eine glittende Make-up-Base. Von Arne Jahrke. Ja. Man nimmt alles, was man kriegen kann. Seht ihr, Popotücher habe ich gestern vergessen im DM. Also ich war gar nicht im DM, ich war im Müller. Da habe ich ein paar Basic-Sachen mitgenommen, aber keine dekorative Kosmetik, weil ich war gar nicht in der untersten Abteilung. Da musste ich auch gar nicht hin. Und zwar mische ich mir die Estée Lauder Double Wear Stay in Place Make-up mit. Also ich benutze zwei Pumper davon und benutze die Insta Perfect. Ja. Ihr seht vielleicht, wie flüssig das Ganze geworden ist. Das mische ich mal zusammen. Dann müsste das eigentlich meine Farbe ergeben. Weil die Double Wear ist sehr, sehr dunkel. Dafür ist sie ist einfach gut. Sie ist so, so gut. Ich bereue es so, dass ich euch das nicht bis zum Schluss gefilmt habe. Ich hatte sie 12 Stunden drauf. 13 Stunden und sie war einfach perfekt. Es war einfach zu spät. Meine Kinder wollten ins Bett, dann hat es einfach nicht geklappt. Ihr müsst mir einfach vertrauen, wenn ich euch das sage. Euch bleibt ja auch nichts anderes übrig. Also, ich wollte einfach gucken, ob ich sie mischen kann. Dann kann ich die in Ruhe aufbrauchen, ohne mir Gedanken drüber zu machen. Wisst ihr was? Ich mische mir noch mal was zusammen. Ich mische mir noch was zusammen auf meinem Handrücken. Jetzt kommt immer nur so ein bisschen raus. Kommt einfach zu viel raus. Okay. Dunkel, dann nehme ich meinen Pinsel, weil ich es einfach besser finde mit dem Pinsel. Geht einfach schneller. Hey, was soll ich sagen mit den Poren? Ich hoffe, es hat mal was gebracht. Nicht, dann nicht. Und jetzt können wir anfangen zu tupfen. Einfach schön in die Haut einarbeiten. Ihr wisst ja selber, wie es geht eigentlich. Brauche ich ja euch nicht zu erzählen. Aber ich mag es halt mit dem Pinsel irgendwie vorarbeiten. Ich finde, das ebnet es nochmal. Und ich finde doch, dass der Arne Jacke etwas macht. Er macht nicht viel für den Preis, definitiv nicht, dass es nicht aus der Drogerie kommt. Aber er macht schon etwas. Gerade hier habe ich eigentlich gar keine. Eine Mücke.
Und das sieht so, so schlimm aus. So, einfach auf den Boden schmeißen, läuft. Ein bisschen hier, ein bisschen dort. Leider habe ich eine Catrice Camouflage entdeckt, den ich lieber aufbrauche, statt den P2. Also wenn das P2 vergammelt, tut es mir nicht weh, weil er einfach zu pastös mir ist. Aber wenn der Catrice kaputt geht, dann bin ich traurig. Weil ich die echt gut finde. Und dann möchte ich doch das nutzen, was ich gut finde, statt immer das, was ich scheiße finde. Und die guten Sachen vergammeln dann. Deswegen habe ich mich auch entschieden, in meinen Projekten auch Sachen reinzunehmen, die ich gerne mag. Ich finde einfach die Deckkraft so genial. Also das wird jetzt so meine Kombi, denke ich. Um das so ein bisschen aufzubrauchen. Aber davor brauche ich, glaube ich, die einfach auf. In Kombination so und dann so. Weil da ist wesentlich mehr drin als in der anderen Flasche. Ja, dann nehme ich ein Pore Primer. Also so einen porenverfeinenden Puder. Gehe da so an meinen Poren lang. Für meine Teezode benutze ich von Astor das Mattitude. Richtig geiles mattierendes Puder. Halleluja. Ich glaube, das gibt es auch von Maybelline. So ein mattierendes Puder. Also wer wirklich matte Visage, wer sehr ölig ist, das hebt mir eigentlich den ganzen Tag. Ich pudere mich seltenst nochmal nach. Ich schwitze hier über den Augenbrauen. Hier. Also hier zwischen den Augenbrauen. Und an der Nase, am Kinn gar nicht so oft. Ich dachte schon, so ein Haar. Aber das war Gott sei Dank nur ein Pinselhaar. Mein ganzes System geht kaputt. Ja, mit meinem Schminktisch bin ich mir auch nicht so sicher. Ob ich den jetzt einfach loswerde oder wie oder was, weil mein Sohn ja das Zimmer hat. Natürlich kann ich mich nicht so verkleinern. Ich wüsste auch nicht, wohin mit mir, mit meinem Kram. Ins Wohnzimmer, da steht halt schon das Bett. So. Also mal, was ist da eigentlich los? So. Dann Lip Liner. Ich weiß nicht. Mir gefällt das, wenn ich mit Lip Liner weiterarbeite. Ja, dann neigt sich so ein bisschen dem Ende zu. Dann, achso, unter den Augen habe ich noch gar nicht abgepudert irgendwie. Ich habe die ganze Visage abgepudert. Unter den Augen nicht. Ganz wenig. Also wirklich wenig. Dann. Oh ja, die Estée Lauder Double wäre wirklich ein toller Schatz. Die würde ich mir auch nachkaufen, wenn die mal platt geht. Ich finde einfach, die kommt so der Maybelline Fit Me Foundation echt nah. Für die Augenbrauen benutze ich einen Stift, den ich sehr gerne mag. Das ist es zwar nicht, aber den kann man auch benutzen. Von Essence ist der und den muss ich mal anspitzen, weil die trocknen sehr, sehr schnell ein. Das ist nämlich abartig. Also ich spitze den dann einmal so an und habe schwarze Farbe auf meinem Augenbrauenstift. Mein Gott. Ich bin nicht komplett schwarz.
Ich hatte diese Stifte von Essence, diese Eyebrow Designer, früher sehr hart in Erinnerung, warum ich sie mir nicht gekauft habe. Da waren die von Catrice viel weicher. Jetzt finde ich aber, gleitet hier der Essence viel, viel besser drüber als der von Catrice. Haben sie vielleicht die Formel getauscht? Ich wollte eigentlich den von Art Deco rausholen, weil den fand ich echt gut und der hat farblich auch super gepasst. Ins Wohnzimmer verlagern. Da habe ich nämlich auch noch mal im Kommode stehen. Mal gucken, wie ich das am besten mache. Ich sehe auch gar nicht, ob ich aufnehme oder nicht. Scheint so. Ich habe auch jetzt einen Flugmodus drin. Das kann ja nicht sein, dass ich noch angerufen werde. Morgens um diese Uhrzeit. Ja, den kann man mal leer machen. Der ist nicht schlecht. Also, finde ich auch relativ passend. Das war übrigens die Farbe Blond 04. Normalerweise hatten die immer so ein komisches Blond, so grünlich, was mir natürlich nicht gefallen hat. Ich wollte nicht unbedingt grünliche Augenbrauen haben. Wir waren gestern im Müller, haben ein paar Sachen für meine Tochter in so eine Box gelegt. Sie darf sich dann aussuchen, was sie haben möchte. Also für die Kinder eigentlich. Weil ich als Mutter bin eigentlich auch froh, wenn es so eine Box gibt. Weil ich möchte nicht ständig anrufen und sagen, hey, wie sieht das aus? Ist das richtig? Ist das falsch? Was für ein Stress eigentlich, ne? Wir fangen an natürlich mit unserer Transition Color. Das wird auch dieser mittlere Ton. Mehr Auswahl haben wir ja eigentlich nicht. Versuch den ganz sachte dahin zu patschen. Und ich schminke eigentlich beide Augen gleichzeitig. Also nacheinander ist für mich immer so schwierig. Aber wenn ich 25 Minuten für ein Auge brauche, dann mache ich lieber euch nur eins. Ich wollte 50 Minuten mein Auge angucken. Oder? Aber es wird ja dann ein Alltagslook. Wobei mich das auch nicht stört, kunterbunt rumzulaufen. Früher habe ich mich habe ich euch schon mal erzählt, glaube ich, an meinen Schals orientiert, weil ich so eine Schalsucht hatte. Dann benutze ich diesen hier. Ich gehe gleich aufs Ganze. Fast aus wie ein Schwarz, ist aber ein dunkelbraun, wunderschöne Farbe als dunkelbraun. Es gibt auch welche, die mir nicht, also das geht so in, welche Richtung geht's? Geht's eher eigentlich neutral, weder warm noch kühl. Sieht sehr gut aus. In letzter Zeit gefallen mir natürlich auch kühle Looks. Das Problem ist mit denen halt immer, man muss irgendwie ein bisschen gucken. Ich benutze jetzt den roten. Dreh meinen Pinsel und fange an, da halt ein bisschen so zu verblenden. Gott, wer will zu mir kommen? Keller aufräumen? Ich glaube, keiner, gell? Ist so eine Arbeit, die vergisst man gerne. Ich nicht. Ich nicht. Meine Güte. Das ist so ein langer Weg eigentlich. Man vergisst immer gerne, was man eigentlich da drin hat. Ich habe mega viele Tupperware, mega viele, die ich früher gekauft habe, als ich schwanger war. Da wusste ich ja nicht genau, wohin mit meinem Geld. Da hat mich Kosmetik auch nicht ganz so interessiert, sondern Babysachen, Tupperware, Haushalt. So ein richtiger Nest-Creep.
Ich benutze hier einen Pinsel, welches noch ein bisschen Restprodukt von irgendeinem anderen hat. Versuche das Ganze hier zu verblenden. Ich weiß nicht, ob ich heute mal so eine künstliche Cut Crease ziehen möchte. Oder es lieber sein lassen soll. Na, na, na. Ich tipp's so ein bisschen in das Dunkelbraun und versuche das hier einfach schöner zu verblenden. Auch überall gleichmäßig ist. Dann versuche ich meinen Innenwinkel aufzuhellen mit Creme Brulee von Make-up Geek. Quatsch. Aber gibt es auch das Creme Brulee von Wet n Wild. Brulee einfach. Ist einfach ein Hautton. Dann gehe ich in das erste Farbtönchen hier rein. Trage mir das hier so auf, dass es aufgehellt ist, aber trotzdem noch schimmert. So. Wir sind fertig. Mir fällt nichts an. Ich möchte den hier am unteren Wimpernkranz auftragen. Dann nehme ich mir so ein Mary Kay Bürstchen. Würde ich im Leben nicht kaufen. Feuchte das kurz an. Und nebendran ist die Steckdose. Läuft bei uns gern. Und trage mir das unten. Ungefähr. Das sieht ein bisschen wüst aus, muss ich schon sagen. Gefällt mir auch im Moment nicht. Aber der schwarze Kajal rettet unser Leben. Wenn ich ihn mal sehe. Da ist er. Das ist ein so ein Gel-Creme-Kajal, der sehr lange hält. Die Kohl-Kajals sind eher so zum Smatschen. Der hier ist sehr lang anhalten. Den habe ich definitiv abends nach einem 10-12-Stunden-Tag immer noch drauf. Okay, und dann versuche ich das Ganze nochmal so ein bisschen zu smatschen, zu verblenden, ineinander zu arbeiten mit dem Goldton. Ich muss auch gucken, ob ich überhaupt aufnehme. Halleluja. Voilà. Irgendwas fehlt natürlich oben noch. Da denke ich, dass es ein bisschen bronzy sein darf. Ich habe keine normalen Pinsel. Ich habe nur unnormale Pinsel. Ich benutze sonst Eva. Ich liebe den Lux Classic Shader und benutze diesen Bronzy-Ton hier. Hammerfarben, wirklich Hammerfarben.
ist denn Montag eigentlich der Tag? Achso, der erste ist zu, ne? Okay. Ich mache mir mal einen Lidstrich. Oder ich überlege mir, ob ich mit diesem Gold noch ein bisschen einen Akzent setze. Und zwar genau hier. Damit das ein bisschen auch wieder gespiegelt wird. So, Overdress. Mal wieder Overdress. Feuchttücher. Ich brauche unbedingt Feuchttücher. Sonst wird das in meinem Leben nichts. Ich finde Bilder zu schießen sehr anstrengend, das wiederzugeben, was man halt einfach kreiert hat. Also Lob an die, die es können. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Meistens nicht. Mascara. Gib mir die. Mensch, mein Liebes, hast du mich angesteckt heute Morgen? Mit Capital Bra und Sam Rusha. Könnt ihr was gebrauchen? Keine Ahnung. Wodka eh, um die Sorgen zu ersaufen. Naja, manchmal, ne? Dann schaden mal zwei Teledin nicht. Aber ich glaube, Teledin ist doch ein Schmerzmittel, oder? Oder war das das, wo man das Gehirn einfach mal kurz vergisst, drüber nachzudenken? Die heißen anders, da was ich meine jetzt gerade. Also die Mascara funktioniert definitiv besser ohne Lidstriche, aber das machen die meisten, dass sie dann einfach besser funktionieren. Ich hatte überlegt, ich habe noch ein paar Mascaras im Backups, deswegen habe ich sie mir noch nicht gegönnt. Vielleicht ist sie später auch zu haben. Ich möchte jetzt einfach nichts einen Vorrat so kaufen. Wenn ich jetzt Arschtücher im Vorrat kaufe, das ist ein Verbrauchsgegenstand. Mascara. Das ist manchmal bis zum halben Jahr. Ich hätte mir auch ein Lila reinsetzen können in die Wasserlinie, sehe ich gerade. Hätte auch, glaube ich, ganz gut gepasst. Naja, was soll ich euch sagen? Ich wollte euch das hier nochmal im Einsatz zeigen. Das ist ein Dupe von Charlotte Tilbury. Von der Tilbury. Achso. Zuerst kontrolliere ich mein Gesicht. Ich kontrolliere mein Gesicht, indem ich jetzt mal ausprobiere, ob das so auch funktioniert. Wobei das ja kein Konturprodukt ist, sondern eine Bronze. Cremiger Bronzer. Der sehr gut auf gepuderte Haut funktioniert, erstaunlicherweise. Ich glaube, den mache ich auch komplett leer, also dass ich komplett das Produkt aufbrauche, weil ich den echt gut finde. In letzter Zeit benutze ich ihn nur. Und dann, da ist auch nicht so viel drin, schon. Also so viel Produkt ist da, was man sieht. Das sieht man nicht. Oh nein, mein Auge drängt. Ich benutze ein bisschen Bronzer. Der ist auch etwas kühler und lässt sich einfach auch gut verblenden. Der ist aber auch nicht matt. Also der hat wirklich so Schimmer. Das überhaupt so glitzerpartige, wofür dieser Spiegel da oben ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer den gebrauchen kann. Sieht man wirklich aus wie ein Streifenhörnchen. Augenbrauenmascara. Ja, das ist ein Fullface, auch Glam Make-up eigentlich. Also so können manche abends rausgehen. Und wenn ich Zeit habe, mache ich das. Und die Zeit habe ich jetzt gerade. Dann haben wir gleich erst 8.
Okay, seitdem ich Alterna mit in mein Projekt genommen habe, benutze ich nur den hier. Was ist los? Was ist da los? Ich weiß es nicht. Ich versuche immer mal wieder zu variieren. Aber es geht nicht. Aber es geht nicht. So. Ich bin noch lange nicht da, wo ich sein wollte mit diesem Produkt. Ich wollte ihn nicht getönen, dann kann ich ihn auf Seite legen. Der Ehrgeiz ist da. Wenn ich natürlich nur an einer Stelle so arbeiten würde, wäre es vielleicht schneller durch. Aber ich arbeite ja so. Wisst ihr, was ich meine? Also ich gehe komplett da so rein. Mit den Ideen, ich kann aufbauen. So, heute testen wir aber mal den Global Glow aus. So, ich nehme so ein, ja, was ist denn das? So ein total synthetischer, weicher Pinsel. Ich gehe da rein, gehe einmal so, klopfe das Ganze fast aus, gehe dann mit Fixierungsspray an diesen Pinsel. Auf. Dieser Pinsel ist der Hammer. Ein bisschen um Stativ rumkloppen. Er hat einfach super Ähnlichkeiten mit MAC. Also mit Soft and Gentle. Wahnsinn. Also wenn ich jetzt Soft and Gentle auftrage oder den, das erkennt man nicht. Ein bisschen frostiger als Soft and Gentle schon. Aber im Großen und Ganzen fällt es nicht auf, welchen ich drauf habe. Okay, auf der Oberlippe fällt es schon auf und auf der Nase. Aber wenn man so... Ich bin fertig. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.